Und wir reden weiter über dieses Thema und zugeschaltet ist uns nun Jochen Kopelke, der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei. Guten Morgen, Herr Kopelke. Guten Morgen. Guten Morgen Ihnen beiden. Man muss es ja wirklich so formulieren. Wutbauern hindern also den Vizekanzler am Verlassen einer Fähre. Also Sie als Polizist, das ist doch eine Zuspitzung der Lage. Man kann sagen, ein Höhepunkt auf der einen Seite, aber auch ein Tiefpunkt auf der anderen, oder? Absolut. Das Protestgeschehen in Deutschland nimmt ja Formen an, die gar nicht mehr im Grundrecht abgedeckt sind. Und das gestern in Schleswig-Holstein hat auch wieder einen Polizeieinsatz hervorgerufen. Meine Kolleginnen und Kollegen auf der Fähre, an der Fähre haben da gute Arbeit geleistet. Aber das ist ja kein wirklicher Protest. Das sind emotionalisierte Menschen, die sich da teilweise nicht im Griff haben. Das, was uns nächste Woche erwartet, wird, glaube ich, etwas ganz anderes. Herr Kopelke, aber nochmal auf diesen Vorfall dann gestern. Die Polizei in Flensburg, die hat ja selber hinterher eingeräumt, dass sie überrascht war von der Größe des Protestes. Aber ich meine, die Bauern konnten sich ja auch zusammenschließen, da eben in dieser großen Zahl sich dorthin verabreden. Muss man da nicht auch sagen, eigentlich die sozialen Netzwerke muss man dann näher unter die Lupe nehmen, um dann entsprechend auch in entsprechender Mannschaftsstärke vorbereitet zu sein? Ja, zum polizeilichen Alltag gehört natürlich dabei, dass bei angemeldeten Veranstaltungen oder auch bei aufkommenden Schwankungen, so Emotionalität bei solchen Ereignissen oder auch der Besuch oder der Urlaub eines Bundesministers, der ist natürlich vorher bekannt. Das wird im Internet natürlich standardmäßig auch überprüft, aber nie genau weiß die Polizei, wie viele Menschen dann sich tatsächlich solchen Protestformen oder so einer Aktion anschließen. Da muss man viel aufklären im Internet und vor Ort und natürlich nachträglich, wenn es aus dem Ruder läuft, Kräfte ranführen. Das heißt, sie brauchen in der Regel schnell viel Kräfte, wenn sich die Lage anders darstellt. Und da sind wir ja beim Kernproblem in der Republik. Im Moment kriegen sie nicht schnell genug Kräfte. Man muss das vernünftig vorplanen, weil die Flexibilität der Polizei eingeschränkt ist durch die komplexe Sicherheitslage aktuell in Deutschland. Aber hat da vielleicht auch die Geografie ihre Rolle gespielt? Das Ganze ist ja in der Nähe von Flensburg passiert und da oben gibt es jetzt nicht so viele Polizeikräfte wie zum Beispiel in Hamburg, in Berlin, in München, also in den Ballungsgebieten. Also hat man einfach 30 Polizisten nur gegen knapp 100 Bauern dann zusammenkriegen können, weil einfach keine Hundertschaft so schnell dort hätte bewegt werden können. Ja, ich denke, das ist so. Ich glaube, man sieht an den Bildern auch, dass wir es hier mit Kolleginnen und Kollegen zu tun haben, die aus dem Streifendienst, aus dem normalen Einsatzdienst, aus dem wasserpolizeilichen Bereich kommen und eben keine Hundertschaft vor Ort. Das wäre, glaube ich, zu dem Moment auch am Anfang gar nicht erforderlich gewesen. Es zeigen sich aber auf den Bildern ja gar keine Gesprächsbereitschaft, Emotionalität und Wuling. Und wir haben das in den vergangenen Jahren schon immer mal gehabt. In der Vergangenheit ist es aber gelungen, Polizeikräfte mit Hubschraubern zum Beispiel zu verlasten, also von A nach B zu bringen. All das, diese Flexibilität haben wir zurzeit nicht so, insbesondere nicht in einigen Bundesländern. Aber der Anlass gestern auf der Fähre ist jetzt keiner, wo man anfängt, Hundertschaften durch die Republik zu fliegen. Aber trotzdem ist es, glaube ich, richtig, dass der Bauernverband jetzt mit den Beteiligten, die da auf der Fähre auch angeheizt waren, ganz schnell das Gespräch sucht. Das darf nicht wieder passieren. Also Sie stellen durchaus eben auch diese aufgeheizte Stimmung generell im Land fest. Herr Kopelke, lassen Sie uns noch mal einen Ausblick wagen auch auf die nächste Woche. Denn da ist ja noch was ganz anderes angekündigt. Das sollen massive Proteste werden. Wie bereiten Sie sich denn darauf vor? Ja, die nächste Protestwelle zieht durch die gesamte Bundesrepublik, nicht regional, sondern die gesamte Bundesrepublik soll betroffen sein. Der Bauernverband, ein sehr großer Verband, hat meiner Kenntnis nach alle Veranstaltungen angemeldet. Das ist schon mal ein guter, richtiger Schritt. Und wenn man aber sieht, dass ja auch schon vor Weihnachten die ersten Proteste, die ersten Versammlungen und Treckerzüge durch die Republik fuhren, weiß man ungefähr, auf was man sich ab Montag einstellt. Die Polizeien haben die Einsätze vorbereitet. Erst einmal ist das eine klassische Verkehrslage, große Trecker. Und wir wissen aber auch polizeilich durchaus, wie man mit diesen Traktoren und anderen Geräten und den Fahrern dann umgehen kann. Insofern sind die Polizeien vorbereitet, warnen seit dem Wochenende schon alle Verkehrsteilnehmer über Staus, über Ausweichrouten. Und deshalb wird es auch wieder ein Montag, der mit viel Polizeiarbeit beginnt.
Herr Kubelka, aber generell noch mal nachgefragt, für die Sicherheitskräfte, für die Polizeien in Deutschland, was bedeutet denn diese aufgeheizte politische Stimmung? Wir sehen das ja jetzt seit der Corona-Zeit vor allen Dingen, es sind immer mehr Wutbürger. Auch Sie haben eben die Emotionalität, die wir in Schleswig-Holstein an dem Fähranleger gesehen haben, angesprochen. Also können Sie sich überhaupt als Polizei auf so etwas einstellen oder müssen wir tatsächlich davon ausgehen, dass Sie das müssen, weil es in Deutschland weiter politisch so heiß zugehen wird? Die Polizeibehörden in Bund und Ländern sind grundsätzlich ja auf Szenarien vorbereitet. Und dazu gehört immer auch, dass man weiß, mit wem hat man es zu tun. Und diese Protestwelle wird nun in einem politischen Kontext der Haushaltsberatung geführt. Es gibt einen Bauernverband, der sich klar dazu bekennt. Der wird auch Einfluss darauf haben, wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der angemeldeten Versammlung sich verhalten. Das ist auch die Pflicht dieser Anmelder. Aber die Polizei muss natürlich auf alles vorbereitet sein. Das heißt, wir müssen schon davon ausgehen, dass neben den Verkehrsmaßnahmen auch Zugriffe stattfinden müssen, wenn es Menschen gibt, die sich in diesen Versammlungsformen eben nicht konform verhalten. Aber insgesamt stellen wir ja gerade fest, wie unterschiedlich bestimmte Gruppen, bestimmte Communities jetzt in Deutschland auf die Straße gehen. Wir kommen ja gar nicht mehr aus den Einsatzlagen raus. Immer ist etwas und die Mobilisierung ist ja das Entscheidende. Die Mobilisierung hier auch bei den Bauern ist ja enorm groß. Es ist kein kleiner Protest, sondern unzählig. Viele kommen, schließen sich dem Protest an. Und das ist etwas, was anders ist als früher. Viele, die demonstrieren, viele, die als Sympathisanten mitgehen und diesen Anliegen dieser Versammlung dann auch folgen. Jochen Kopelke, der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei. Wir danken Ihnen für dieses ausführliche Gespräch und auch Ihre Einordnungen. Vielen Dank. Dankeschön. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.